Ja, ich habe doch noch einen Höhleneingang gefunden. Ich bin jetzt hier noch mal ein bisschen rumgeirrt, habe neu geladen. Übrigens herzlich willkommen zu Collard mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. In der letzten Folge habe ich mich da ja irgendwo festgehakt und kam nicht mehr raus. Und jetzt habe ich hier tatsächlich den Weg in die Höhle gefunden. Jetzt gehen wir hier noch mal rein und ich bin der Meinung, ich muss mich hier irgendwie links halten. Oh! Oh! Jetzt habe ich mich aber verviert. Bin ich hier irgendwo reingefallen? Hier ist was. Da kommen wir wieder raus, ne? Hier auch. Ich schaue mich hier erstmal um. Ich gehe gleich zu dir, Zettel. Das ist auch so ein roter Zettel. Ich glaube, ich habe das gefunden, was ich finden musste. Da bin ich tatsächlich... Da war irgendwas, deswegen habe ich mich da nicht hingetraut. Ich bin da in der letzten Folge, glaube ich, vorbeigelaufen. Ein Auszug aus der Zeugenaussage von Boris W. Ein 5-jähriger Junge, der womöglich der unbekannten Energie ausgesetzt war, die den Tod von 12 Personen in Wladimir 30-Komplex verursacht hatte. Boris W., ich habe Sie in meinen Traum gesehen. Sie haben mich dieselben Dinge gefragt, die Sie jetzt, mich jetzt auch fragen. Derselbe Mann stand hinter Ihnen. Dr. Grigori Antonowitsch. Boris, hinter mir steht niemand. Es ist niemand hier. Boris W., Sie irren sich, Dr. Grigori Antonowitsch. Der Mann bittet mich, ich solle ihn sagen, dass die Welt in dem orangen Licht viel schöner ist und er bittet Sie, sich in Kammer Nummer 7 in Abteilung 22 anzusehen. Er soll sich die Kammer ansehen. Dr. Grigori Antonowitsch, woher weißt du das alles, Boris? Hat dein Vater bei uns gearbeitet? Boris W., nein, Grigor, du Scheißkerl. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe gesehen, wie du Menschen zum Auge Gottes gebracht hast. Ich habe gesehen, wie ihre Haut verbrennt und ihre Arme verdreht werden. Ich habe die Albträume gesehen, die es ihnen in den Kopf gepflanzt hat. Denkst du wirklich, niemand würde etwas davon wissen? Denkst du, niemand hätte überlebt? Er hat es uns gezeigt. Ende des Eintrags. Und wieder ein Video? Nein, kein Video. Diesmal kein Video. Oh, da kommt er. Ich laufe hier lang. Ich wollte da raus. Oh, nee, der geht hier lang. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich guck mal hier rum. Vielleicht ist er weg. Oh, da kommt noch einer. Ich darf hier nicht mehr lang. Da. Na gut, dann müssen wir hier raus. Irgendwie. Nutzt nuscht. Mal gucken, wo wir dann rauskommen. Oh, hier geht's nicht weiter. Scheiße. Gibt es noch einen anderen Weg? Habe ich was übersehen? Hier geht es doch nur hier lang. Der Ghost. Da ist einer. Wow. Ich habe mich erschrocken. Ich habe gedacht, jetzt ist hier, kriegt hier auch noch einer rum. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin. Aha, jetzt brauche ich nicht mehr gedrückt halten. Doch, jetzt muss ich gedrückt halten. Könnte Licht anmachen. Ah, hier sind... Hier heult wer? 21 Nord. Der Zettel ist gleich voll. Der ist jetzt voll. 77 East. Wenn ich hier mal irgendwann rauskomme, dann kann ich nachgucken. Hier komme ich nicht durch. Ich muss hier lang.
Ich laufe ja schon. Ich hänge. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber da unten war wieder einer. Oh, scheint es rauszugehen. Jetzt aber schnell. Oh, das sieht gut aus. Und mein Ohr juckt. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Höhlenforscher. Spiel. Oh, ich dachte schon. Wir sind hier wieder rausgekommen. Ich gehe jetzt mal zum Zelt. Dann speichert er. Ah. Das hätte man jetzt sehen müssen. Gott sei Dank sieht das keiner. Ich will ja nicht mit Facecam. Wird auch nie in Frage kommen. So. Ja, das haben wir gefunden hier, den Zettel. Aber das habe ich nicht gefunden. Da hätte ich dann nochmal da drinnen bleiben müssen. Ach Mensch, ich habe doch... Ich dachte, ich hätte nochmal da rein. 14 ist hier. Das ist aber 14. 83. Also wenn das hier halbwegs passt, dann ist das draußen. Und nicht da drinnen. Aber da komme ich doch nie rauf. Oh. Na, ich weiß ja nun, wie ich in die Höhle reinkomme, aber trotzdem, das ist doch ein bisschen belastend. Ob ich jetzt Ruhe habe oder ob die jetzt hier immer noch rumgeistern. Ich hätte mir was aufgemalt, da wollte ich eigentlich nachschauen. Scheiße. Warum bin ich da jetzt gestorben? Laufe nicht ununterbrochen, gönne deiner Figur Verschnaufpausen. Na, ich gehe da jetzt nicht mehr rein. Ich hoffe, dass das... Nein, ich bin drin. Ich kann nicht gehen. Jetzt kann ich wieder gehen. Wo hatte ich denn jetzt diesen kleinen schmalen Weg gefunden? Hier kam ich nicht weiter. Ich bin hier oben lang gegangen. Jetzt sind hier auch keine Fußspuren mehr, ne? Denn hier irgendwie... Ich höre doch hier schon wieder was. Ich will mal schauen, ob hier unten irgendwas ist. Vielleicht muss ich... das heulende etwas finden. Ist die hier? Bin ich hier dran vorbeigelaufen? Guck mal, was ist denn das hier? Ah. Grundloses Leiden. Bald ist Sonnenuntergang. Ich sehe es vor mir, als wäre ich es selbst dort. Als stünde ich mitten im Wald. Ich weiß nicht so recht, was mit der Realität los ist. Ich schreibe mit meinem eigenen Blut auf einen Baum. Meinen eigenen Namen Anton. Nein, nicht mein Sein. Bald ist Sonnenuntergang, orangenroter Nebel überall. Orangenroter Nebel. Ich sehe, wie ihre Leichen aus dem Wald kommen. Ich höre einen Schrei, einen markerschütternden Schrei des Entsetzens. Ist das meine Stimme? Ich glaube schon. Wo ist Anton? Wo ist er hergekommen? Wie ist er hergekommen? Bald ist Sonnenuntergang. Er ist in mir. Er ist in meinen Kopf. Er kommt durch meine Augen. Die Augen sind die Fenster zur Seele. Er hat keine Seele. Wo ist Anton? Ich falle in einen bodenlosen Abgrund, hinein in die Schlucht. Tote, verwesende Hände greifen nach mir. Ich kann flüsternde Stimmen hören. Jetzt hörst du uns. Du wirst uns nie mehr verlassen. Ich rufe ihn. Ich rufe Anton. Wo ist Anton? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts sehen. Aus meinen Augen fließt Blut. Ich muss fliehen. Ich muss entkommen. Ich muss anfangen zu laufen. Bald ist Sonnenuntergang.
Also wir haben das jetzt gefunden, nehme ich mal an, was ich finden sollte. Ich gehe jetzt mal wieder hier lang. Weil so sind wir ja hier beim letzten Mal rausgekommen. Was war das? Lass mich in Ruhe. Ich bin mutig, ne? Hier ist nichts zu sehen. Da ist jedenfalls der Ausgang. Oder nicht, oder wie, oder was. Doch, da. Da ist das Zelt. Da gehen wir jetzt mal hin, ohne Leck. Und dann schaue ich mal, ob ich das Geheimnis hier oben jetzt endlich entdeckt habe. Wo die andere Koordinate war. Huch. Ja, ich habe es entdeckt. Gott sei Dank. Also sind jetzt nur noch drei übrig. Und 43 und 45 sind hier. Also war ich hier ja mit 29 schon auf dem richtigen Weg. Ich hätte hier bloß weiterlaufen müssen. Dann komme ich ja genau da raus. 46 ist das eine. 45 und 43. 45. 88. 45. 84. Das ist alles mitten in diesem komischen Wald. 45. 84, da oben. Und 43, 95. 43, 88. 43, 95 ist hier auf diesem Weg. Also wenn ich diesen Weg wiederfinden würde, da komme ich ja dann direkt drauf zu. Und den muss ich so lange gehen, bis er nicht mehr zu Ende geht. Und dann muss ich rechts abbiegen und dann an so einer Dreiergabelung, nee, Viere sind das sogar, links, gleich den ersten links. Na, ob ich das hinkriege, da bin ich ja mal gespannt. Huch, hier geht's lang. Wenn ich die 29er Koordinaten links da wiederfinde, dann weiß ich, dass ich richtig bin. Bin ich ja mal hier gespannt. Bin ich ja froh, dass ich das da in der Höhle entdeckt habe. Da bin ich tatsächlich dran vorbeigelaufen. Silvers! Da ist der Mond. Da, aber das habe ich ja schon mal erklärt. Gerade weil hier viel Schnee liegt und der Mond so schön hell scheint, sieht man auch recht viel. Ich kann ja hier nur lang gehen. Ja, könnte ich auch hier lang gehen? Ja, das könnte ich für einen kurzen Moment und dann wäre es um mich geschehen. Wieder einmal. Ich verstehe noch nicht, warum ich da in der Höhle jetzt gestorben bin. Ich bin noch da. Ja, das scheint der richtige Weg zu sein. Der müsste uns jetzt schnurstracks in den Wald führen. Ich muss ihn bloß so weit gehen, bis es nicht mehr geht. Ja, da haben wir den Salat. An so einen Abzweig kann ich mich gar nicht erinnern. Hier ist eine Höhle. Kann das sein, dass die Karte nicht stimmt oder so? Guck mal, wie viele Wege hier sind, aber da gehe ich jetzt nicht lang. Ich gehe jetzt hier weiter. Wir sind wieder in der Höhle. Die war gar nicht eingezeichnet. Na, mal gucken, ob der irgendwo zu Ende geht. Dieser Weg. Oh, ich höre so einen ganz tiefen Ton. Oh. Hier flattert ein Zettel. Da. Seltsame Geräusche aus dem Wald haben uns nachts nicht schlafen lassen. Ich kann nicht sagen, was es war. Für mich hat es sich angehört, als würde mich jemand rufen. Aber der Rest der Gruppe sagte, es klang wie ein Summen. Wir werden die Einheimischen fragen, wenn wir sie wieder treffen. Am Morgen waren alle ein bisschen verängstigt, aber nach dem Frühstück hat sich die Stimmung gebessert. Wir sind aufgebrochen, flussaufwärts. Der Schnee ist nicht besonders tief, aber nass. Er klebt an den Skien.
was das Vorankommen erschwert. Wir sind an ein paar Felswänden vorbeigekommen, aber bald wurde das Gelände flacher. Um 17.30 Uhr haben wir schließlich unser Lager aufgeschlagen. Es ist unsere erste Nacht im Zelt. Wir waren sehr müde. Wir haben versucht, noch die Sachen für morgen vorzubereiten, aber der Hunger war stärker. Dann hat uns die Erschöpfung überwältigt. Wir haben uns ums Lagerfeuer versammelt und uns im Flüsterton unterhalten. Die Atmosphäre in der Umgebung hat uns Angst gemacht, lauter zu sprechen. Als ob es eine heilige Stätte wäre oder ein Ort, an dem es spukt. Schließlich haben wir uns in die Zelte verkrochen. Irgendwie ist niemand nach Schlafen zumute. Wir hatten das Gefühl, dass jemand auf dem naheliegenden Weg vorbeigeht. Also haben die Jungs nachgesehen, aber es war niemand da. Aber da war niemand, na gut. Wahrscheinlich war es irgendein Tier. Ich höre wieder die Geräusche aus dem Wald. Man kann die Schrift wirklich schlecht lesen, weil die ist nicht so besonders gut geschrieben. Aber hier war jetzt eine tote Stelle. Ich schau hier mal runter. Hier ist Wasser. Das kennen wir auch. Irgendwie ist das anders als auf diesen komischen Karten. Ich kann mir nicht helfen. Ja, ich muss hier eh wieder zurück. Das kann natürlich sein, das sehe ich ja auf der Karte nicht, dass das der eine Weg war. Und dass wir tatsächlich jetzt den anderen hier runter müssen, der jetzt hier gleich... Ich glaube, ich kann jetzt gleich links abbiegen. Ja, hier, ne? Genau. Wölfe! Da ist wieder der Funkturm. Ich denke mal, da müssen wir ganz zum Schluss hin. Hört sich an, als ob hier auch noch ein Zettel ist. Aber ich komme hier gar nicht hoch. Deswegen gucke ich immer auf dieser Seite, aber das geht gar nicht. Nee, hier kommt man nicht hoch. Aber hier ist der Wald. Genau hier. Es wäre schön, wenn hier mal Koordinaten ran. Es muss arschkalt sein. Guck mal, da ist sogar der Wasserfall ist eingefroren. Da ist so ein Pfahl. Da gehe ich mal hin. Jetzt gehen wir mal diesen Weg lang. Hier geht es irgendwie unten drunter. Hier. Wenn man wüsste, wo man ist. Ich guck jetzt, ob ich irgendwo irgendwelche Feuer sehe. Aber das ist nicht der Fall. Ich sehe auch keine Koordinaten. Gar nichts. Und ich bin auch der Meinung, wir entfernen uns jetzt hier wieder aus diesem Wald. Sagt mein Kompass. Der ist wirklich nicht sehr sinnvoll hier. Könnt ihr jetzt vom Weg abweichen? Weil ich muss das ja hier irgendwie... Ich lausche immer... Beim Erzählen höre ich dann immer irgendwelche Hintergrundgeräusche und denke, das ist jetzt wichtig und ich verpasse was. Deswegen schweige ich immer. Ich gehe jetzt mal hier weiter. Oh! Oh, hab ich mich erschrocken. Das kennen wir schon. Hier bin ich schon mal rumgeirrt. Mal gucken, wo die alle hinlaufen. Gibt es denn irgendeinen zentralen Punkt, wo ihr hingeht? Ich glaube nicht, dass dieser Nebel gut ist.
Aber da bin ich... Boah, ich sollte mich mal beeilen. Da bin ich in die andere Richtung gelaufen. Na, da kommt dich der. Oh. Ah, scheiße. Da konnte ich nicht mehr ausweichen. Das war zu knapp. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Hier oben. Na gut, dann mache ich hier mal ein Päuschen. Und dann versuche ich mein Glück in der nächsten Folge nochmal. Bis dann. Tschüss.